drückt uns die Daumen, dass der Regen aufhört, damit die nächste Zeit in Patagonien echt schön wird. Es regnet. Gestern hat es einfach nur geregnet. Jetzt nieselt es schon. Gerade hat es schon die ganze Zeit durchgeregnet. Es regnet. Nach 48 Stunden hat es mal aufgehört zu regnen. Nachdem es 2 Tage fast nur geregnet hat, war gerade noch fast Sonne. Am hängenden Gletscher von Kelat. Und jetzt hoffen wir darauf, dass sich die Wolken noch verziehen. Es regnet. Immer noch. Ja, das wird auch nicht besser. Also die Wettervorschau sagt Dauerregen. Und Dauerregen heißt hier wirklich Dauerregen. Es regnet einfach dauernd. Ja. Also vermutlich werden wir wohl nicht weiter runterfahren. Wir haben uns entschieden, den Regen hinter uns zu lassen. Da ist bald Sonne. Und dann Argentinien. Willkommen im Transitbereich zwischen Chile und Argentinien. Wir sind jetzt hier ausgestempelt und jetzt fahren wir nach Argentinien. Mal gucken, ob die uns reinlassen mit unserem Auto. So, das mit der Grenze hat geklappt. Unser Auto wurde auch nicht inspiziert. Das heißt, wir haben unsere Avocados und letzten Bananen illegal ins Land eingeführt. Kaum mal mit Chile verlassen. Direkt nach der Grenze hat es aufgehört zu regnen. Nandus. Aus dem Seengebiet in Argentinien. Die Sonne ist wieder da. Was eine geile Sicht hier. Wenn die Sonne scheint und die Berge zu sehen sind. Da. Da. Geht bestimmt. Einmal. Thank you.
Ciao. Da ist ein Vulkan hinter. Könnt mir glauben. Wir sind seit 100 Metern wieder in Chile und das Wetter ist wie vorher. Wir hatten keine Lust mehr auf den Regen. War uns zu nass. Und jetzt sind wir einfach dahin geflogen, wo es am wenigsten regnet, in eine Wüste. Wir haben das Auto wieder abgegeben bei Martin und sind jetzt nach San Pedro de Atacama. Da sind wir hingeflogen. Ach, jetzt kommt der Plop. Achso, dann kommt der Plop. Plop. Es wird immer wüsteliger. Und was es hier alles Wüsteliges gibt, gibt es dann im nächsten Video.